Wir sind immer noch in Taiwan. Wir haben ein bisschen Zeitgefühl verloren. Von daher, ja, haben wir jetzt aber das Gefühl, wir müssen irgendwie noch mal so einen Abschluss machen zu unserer Zeit in Taiwan. Wir haben nämlich jetzt gerade eben Flug gebucht für morgen früh, morgen Abend. Und ja, deswegen, also wieder spontan unterwegs und morgen geht's dann eben wieder in neues Altsland. Neues Altsland. Ja, wir sind echt ein bisschen versackt in Taiwan, ein bisschen hängen geblieben, was auch daran liegt, dass uns hier einfach so gut gefällt und das wir Essen, mit dem Essen so glücklich sind, mit der Unterkunft, mit den Menschen, alles ist hier einfach sehr nett. Aber jetzt essen wir erst nochmal richtig, heute und morgen wollen wir nochmal richtig reinhauen, ne? Und noch ein paar Kilo zunehmen. Heute gibt es traditionelles taiwanesisches Frühstück und da sind wir in so einem kleinen Laden, den man, glaube ich, nicht aussuchen würde, wenn man nicht von dem Laden schon wüsste. Es war ein bisschen schwierig zu bestellen, weil auf dem Menü, es gibt ein englisches Menü, aber es klingt alles irgendwie gleich, man weiß nicht so richtig, was was ist. Wir wussten nicht mal, was die Sachen sind, die wir letztes Mal hier gegessen haben. Wir haben jetzt auf gut Glück bestellt und es hat so 50-50 geklappt. Aber ist nicht schlimm, wir können ja noch mal kommen. Ja, und es gibt jetzt warme Sojamilch, die ist sehr, sehr lecker. Die ist sehr, 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 sehr lecker, aber gezuckert. Und dann gibt es hier solche Buns mit Ei drin, also die sind so, das Teig, der wird gedämpft und ist dadurch so sehr, naja, besondere Konsistenz. Und dazu nehmen wir dann noch Sojasauce, so dicke. Und dann haben wir noch so ein Brot, aber das wollte ich eigentlich anders haben. Das wollte ich eigentlich belegt haben, aber naja. Leider ist alles in Plastik eingepackt und wir haben keine Ahnung warum, weil wir es ja extra zum Hieressen bestellt haben. Wahrscheinlich spart ihnen das halt einfach die Zeit, Teller zu waschen. Ja, das ist schade. Aber das ist Simons Lieblingsfrühstück vom letzten Mal. Und es ist auf jeden Fall gut. Ich muss nur noch einen Weg finden, wie ich die Sojasauce da drauf kriege, ohne dass es eine Riesensauerei wird. Ein Gericht, was es in Taiwan auch gibt, häufig als Straßenstand, sind Suppen. Und zwar kann man sich unter ganz vielen verschiedenen Zutaten, die es da gibt, aussuchen, was in die Suppe eben reinkommen soll. Und wir haben das Ganze jetzt als vegetarisches Restaurant gefunden. Veg Creek nennt sich der Laden. Und da kann man sich dann als Basis eine Sorte Nudeln aussuchen von 6 verschiedenen oder so und verschiedene Gemüsesorten, die dann eben reinkommen. Die Suppe als Basis ist dann, sie nennt es selber Chinese Medicine Soup. Aber es schmeckt viel leckerer, als es klingt. Und generell, also das ist jetzt das zweite Mal, dass wir es hier essen und waren beide Mal sehr angetan, weil es wirklich einfach eine leckere Suppe ist. Die Straßenstände sind auf alle Fälle auch cool, aber die Suppe ist halt dann nicht vegetarisch, soweit wir das erkennen können. Deswegen ist es eben ganz cool, diese Option des vegetarischen Restaurants zu haben. Nachtischen in Taiwan, die ich auch noch nirgends sonst auf der Welt, glaube ich, gesehen habe, sind diese Eiscreme-Rollen. Also das ist ein Stück Teig. Sowas. Ich weiß gar nicht, aus was der Teig gemacht ist. Naja, auf jeden Fall so ein dünner Fladen. Darauf wird dann Eiscreme gemacht und geschreddertes Erdnuss... Was ist denn das? Also das ist praktisch so ein Klumpen Erdnüsse mit kandierten Zucker oder sowas drumherum und die werden so klein geraspelt und dann da drauf gemacht. Wenn man möchte, kann man auch noch Koriander dazu haben und das Ganze ist vegan. Also das heißt ja, die Eiscreme muss auch vegan sein, das ist ja krass. Das hier ist jetzt der hier aus Zhoufen, was auch, glaube ich, besonders berühmt ist und ich bin jetzt gespannt. Also die Erdnüsse sind einfach mega lecker.
Wir nehmen übrigens kein Koriander, weil ich hasse Koriander. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass es gut schmeckt. Aber ich meine, wenn man es mag, vielleicht ist es irgendwie eine coole Kombination. Ein weiterer süßer Favorit in Taiwan ist auf jeden Fall süße Suppe bzw. Eis. Also man kann es normalerweise immer heiß bestellen, dann ist es halt eine Suppe oder mit Eis drin, also dann ist da so Crushed Eis drin, dann ist es kalt. Und logischerweise ist da kalt. Und da gibt es verschiedene Variationen. Ich weiß nicht mal, ob die offiziell alle irgendwie zusammengehören oder ob das alles eigentlich total unterschiedliche Sachen sind, aber ich esse gerade mit roten Bohnen. Ist wirklich viel leckerer, als es klingt. Rote Bohnen ist hier sowas, was typischerweise in Nachtische gehört. Gibt es aber auch mit Tofu-Pudding als Grundlage. Also dann hat man halt so Pudding aus Tofu und noch so eine Suppe dazu. Also so eine Flüssigkeit, die halt sehr lecker ist, irgendwie zuckrig. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die man in die Suppe reintun kann. Also sehr bekannt und mein absoluter Favorit sind diese Tare und Süßkartoffel. Und das sind so Klumpen, matschige, leckere Klumpen. Ja, und natürlich Bohnen. Also nicht nur rote Bohnen, sondern halt auch grüne Bohnen und weiße Bohnen und andere ähnliche Sachen. Und die Tapioca-Perlen, also die Pearls, sind auch richtig häufig dabei. Und Erdnüsse, so weich gekochte süße Erdnüsse und ach, andere Sachen auch. Also ganz viele Leckereien. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut und es ist sehr füllend. Also es ist nicht so wirklich ein Nachtisch, den man essen kann, wenn man irgendwie schon voll ist, sondern es ist eher so eine halbe Mahlzeit. Wenn es in Taiwan sowas wie ein Nationalgetränk gibt, dann ist das meiner Meinung nach der Bubble Tea oder hier wird der auf Englisch Pearl Milk Tea genannt. Das kommt in unseren Vlogs ja auch ziemlich häufig vor, dass ich das auch sehr gerne trinke. Deswegen kann das natürlich an dieser Stelle nicht fehlen. Und leider haben wir heute nicht den besten Becher zum Zeigen, weil der nicht durchsichtig ist. Aber hier unten sind halt die Pearls und hier oben ist der Milchtee. Und man kann sich dann in aller Regel immer noch aussuchen, wie viel Zucker oder wie viel Eis man drin haben möchte oder ob man gar kein Eis möchte, wenn man ihn heiß will. Man muss halt sagen, dass sie je nach Laden sehr, sehr unterschiedlich schmecken können. Das hier, dieser Laden, macht für mich den besten Tee und die letzten Male waren auch die Bubbles echt gut. Diesmal sind sie nicht so gut. Also nicht nur der Laden ist unterschiedlich, sondern auch natürlich dann noch je nach Tag oder wer es zubereitet hat, kann es halt auch anders schmecken. So ist es halt. Mal gewinnt man, mal verliert man. Aber prinzipiell muss man das auf jeden Fall in Taiwan mal probieren. Ein sehr beliebtes Getränk in Taiwan und eins meiner persönlichen Favoriten ist Papaya-Milch. Gibt es eigentlich auf wirklich jedem Nachtmarkt und auch sonst manchmal so irgendwo halt auf der Straße oder in irgendwelchen Läden. Ja, deutlich erkennbar an dieser schönen, fast schon lachsfarbenen Farbe, keine Ahnung. Ja, kann man mit oder ohne Zucker bestellen meistens und ich finde es sehr lecker, aber Papaya ist nicht jedermanns Lieblingsobst, aber man sollte es auf jeden Fall mal probieren hier in Taiwan. Guter Notfallsnack für zwischendurch auch immer sind die Bäckereien, von denen es in Taiwan wirklich Dutzende gibt, also ist richtig cool und die Backwaren sind relativ günstig und auch ziemlich lecker, also ist echt, falls mal Not am Mann ist oder die Restaurants abends zu haben, was jetzt auch schon ab und an passiert, ist, die Bäckereien haben meist noch relativ lang offen und deswegen kann man da immer noch was finden. Eine Sache, die ich auf dieser Reise so richtig für mich entdeckt habe, ist, ein Brot, also das wird als Pumpkin Bread verkauft, ist ganz simpel. Es ist nicht irgendwie so ein intensiver, wow, irgendwas. Das ist so ein Fladenbrot-ähnliches. Bisschen leicht fettig, aber nur ein bisschen. Es schmeckt einfach so leicht süßlich. Richtig, richtig lecker. Ich kann davon einfach nicht genug kriegen. Ich kann das wirklich jeden Tag essen. Wir haben jetzt auch noch Pfannkuchen, ähnliche herzhafte Pfannkuchen, die in Fett angebraten werden. Ja, richtig lecker, aber nicht gesund und nicht für die schlanke Linie. Aber das ist hier meistens so. Vieles, was wir hier essen, ist wirklich sehr, sehr, sehr fettig, aber sehr lecker.
extrem lecker. Oh, so gut. Der war ja ganz frisch für uns gemacht und war, oh mein Gott, super, super lecker. Und jetzt haben wir noch Süßkartoffelpommes, um den gesunden Abend abzuschließen. Mit dem Gewürzrichtung Pflaume. Es gibt ja nämlich ganz viele Gewürzrichtungen irgendwie, oder in manchen Ständen anscheinend zumindest. Bisher, glaube ich, konnte ich mir das noch nie aussuchen, aber ja, ich habe mich mal dafür entschieden, weil ich immer wusste, es gibt so ein Gewürz, was mir richtig gut schmeckt, aber ich hatte keine Ahnung, was es ist und ich konnte es nicht zuordnen. Und das war jetzt das Einzige, was mir so richtig nichts gesagt hat. Bin ich das Risiko eingegangen und es ist extrem lecker. Hätte ich zwar nicht gedacht, aber schmeckt sehr, sehr gut. Eine gute Anlaufstelle für Essen in Taiwan allgemein und daher auch für vegetarisches Essen sind auf jeden Fall die Nachtmärkte. Also ja, auf großen Nachtmärkten gibt es immer eine riesen Auswahl und das heißt, irgendwas Vegetarisches findet man immer. Wobei man natürlich nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass es viele offiziell vegetarische Stände gibt. Das heißt, wenn man sich halt irgendwas holt, kann es immer sein, dass man auch mal daneben greift oder dass zum Beispiel die Pommes halt in nicht vegetarischem Fett gebacken werden oder so. Also bei sowas darf man dann nicht so empfindlich sein auf dem Nachtmarkt, aber gelegentlich gibt es auch vegetarische Stände, wo es explizit steht und wie gesagt, es gibt immer irgendwas, also Tofu, Pommes, irgendwas mit Gemüse, irgendwelche, weiß nicht, also viele Nachtmärkte haben auch so ihre eigenen Besonderheiten, also irgendwelche neuen Trends, zum Beispiel Mais gibt es auch fast überall auf jedem Nachtmarkt und das heißt, ja, man kann auf jeden Fall mal auch was Neues entdecken, was echt cool ist. Boah, ich wünschte, ihr könnt das riechen. Wow, das ist so lecker.